So, ihr Lieben, es wird Zeit, ein neues Format zu starten. Und ich weiß, jetzt werden wieder einige sagen, Tobi, du und Formate ist immer so ein Ding. Ne? Es ist immer so eine Sache, keine Ahnung, da wird da meistens mal die Buchbesprechung mit hergezogen. Die wird auch noch weitergehen. An der hapert es wirklich ein bisschen, ja. Allerdings muss ich sagen, dass ich doch andere Formate dann doch relativ gut umgesetzt habe. Wie zum Beispiel alle Tode aus den Jurassic Park und Jurassic World Filmen oder auch alle Deleted Scenes aus den Filmen. Auch die Was-wäre-wenn-Reihe, die wird ja eigentlich relativ regelmäßig fortgesetzt. In diesem Format jetzt hier werde ich mit euch Episode für Episode von der Animationsserie Jurassic World Camp Cretaceous besprechen. Von Staffel 1, Episode 1 bis Staffel 5, Episode letzte, Ende halt, werden wir die Episoden hier besprechen. Parallel dazu wird es auf meinem Reaction-Kanal eine zusammengeschnittene Reaction geben, wie ich die Episode gerade schaue. Das heißt, ja, das Ganze wird jetzt immer den Sonntag belegen. Diese Videos werden jeden Sonntag erscheinen, diese ganzen Kritiken. Ich wüsste jetzt nicht, was dagegen sprechen sollte, wirklich jede Episode zu besprechen, weil ich glaube, die kann man besprechen. Das ist jetzt nichts, wo man sagen müsste, dass man die vielleicht zusammenfasst und dann mehrere Episoden bespricht, so 1, 2 oder 3. Wenn das mal vorkommen sollte, wird es auf jeden Fall im Titel mit drin stehen. Update auch zur Buchbesprechung. So wird das Ganze nämlich dann da weitergehen. Kapitel für Kapitel zu besprechen ist dann hier und da doch ein bisschen mühselig, weil auch dann ab und zu Sachen passieren, die einfach genauso auch im Film passiert sind. Deswegen werde ich bei der Buchbesprechung, sobald die weitergeht, aber erst nächstes Jahr, 2024, wird das dann eben so ablaufen, dass ich dann Kapitel zusammenfasse und dann eben über die Kapitel rede. Wir werden jetzt allerdings hier über Jurassic World Camp Cretaceous reden und beginnen mit Staffel 1, Episode 1 mit dem Titel Camp Kreidezeit. Viel Spaß mit dem Video. Glaubt's mir oder glaubt's mir nicht, ich habe wirklich Bock auf dieses Format. Denn ich bin ja ein Fan von Jurassic World Camp Cretaceous. Ich sage immer wieder, Staffel 1 bis 3 machen auch wirklich Spaß. Danach fängt's an, ein bisschen blöd zu werden. Dazu kommen wir aber noch. Und mir hat sogar jemand aus der Community mal über Instagram geschrieben, dass er sich nun aufgrund meiner Empfehlung mal die Serie angeschaut hat. Und du hattest sogar gesagt, ja, die war eigentlich ganz cool. Also, ich kann sie nur wieder weiterempfehlen. Schaut sie euch mal an. Auf Netflix ist sie auch komplett kostenlos erhältlich, außer dass ihr halt ein Abo für Netflix braucht. Es lohnt sich also wirklich, da mal reinzuschauen. Ich selber habe bei Episode 1 von Staffel 1 und bei Episode 2 von Staffel 1 meine Anlaufschwierigkeiten gehabt. Darauf gehen wir jetzt hier auch mal ein. Zumindest von Episode 1 die Anlaufschwierigkeiten. Bespreche jetzt hier auch mal mit euch. Ich habe ganze 3 Versuche gebraucht, um durch Episode 1 durchzukommen. Und wir fangen jetzt mal an, darüber zu reden, was denn da wirklich passiert. Sobald die Stellen kommen, das sind 2 Stück, bei denen ich so ein bisschen, mir gedacht habe, nee, das ist dann doch in die falsche Richtung. Ich werde es dann auch erwähnen. Die Episode beginnt allerdings relativ charmant und wir merken direkt, dass wir uns an diese Animation erst noch gewöhnen müssen. Die wird im Verlauf der Serie minimal besser, aber ich finde nach wie vor, die Bewegungen der Dinosaurier sind hier und da ein bisschen zu schnell. Das Phänomen hatten wir auch bei der Star Wars Serie, Star Wars Clone Wars gehabt, da waren die Lichtschwertkämpfe, die sahen so unnatürlich aus. Das sah so ganz seltsam aus, weil die Bewegungen, die waren nicht ruckartig, die sind schon flüssig, aber eben so zackig, die sind so aus dem Nichts heraus, so ganz schnell. Das fällt auch hier wieder auf. Die Serie beginnt allerdings damit, dass wir sehen, wie ein Mann, scheinbar einer, der in Jurassic World arbeitet, auf der Isla Nublar vor etwas flüchtet. Und dann sehen wir das allererste Mal, zuallererst hören wir die Velociraptoren. Und da können wir auch gleich mal auf die Tonqualitäten, auf den Sound an sich eingehen. Der ist unfassbar geil und das macht auch wirklich sehr viel von dem Jurassic Park und Jurassic World Feeling wieder aus, wenn ihr nur die Musik hört. Oder eben auch die Geräusche, ich sag immer das Schnurren der Raptoren, wenn die dann da dieses Pfff machen. Super cool. Das haben wir auch hier logischerweise wieder mit drin. Und wir sehen dann eben, wie diese Person quasi wegrennt und merken dann irgendwann, dass das gar nicht die Kamera, also wir sehen gar nicht die Person aus der Kameraperspektive, wir sehen die Person aus der Sicht von jemand anderem, quasi aus der First-Person-Sicht. Und ja, kurz darauf wird dann eben auch der Mann vor uns gefressen. Der hat so ein bisschen Dr. Alan Grant-Ähnlichkeit, was auch kein Zufall ist. Man will natürlich aus Memberberry so ein bisschen streuen.
hat auch denselben Hut auf wie Dr. Alan Grant, oder zumindest so einen ähnlichen. Und der fällt dann irgendwie hinter so einen Baum und wird dann aber gefressen von Velociraptoren. Die springen dann auf den drauf, wie die Kompis in The Lost World Jurassic Park 2. Und ich muss wirklich sagen, man sieht natürlich nicht, was passiert, klar. Aber es hat schon einen ganz fiesen Geschmack. Also ich habe mir ganz kurz gedacht, okay, das ist eine Kinderserie. Die ist wirklich für Kinder gedacht. Ab 6 Jahren ist die, meine ich, sogar schon. Ich werde sie gerade mal einblenden, für den Fall, dass es nicht stimmt. Das ist schon ziemlich krass für einen 6-Jährigen eigentlich. Ich zumindest habe da so ein bisschen empfunden, ja, es hat schon so leichte Jurassic Park 2 Feelings wieder aufgebracht. Eben da, wo dann hier auch Dieter Stark von den Kompis gefressen wird, nur eben ohne Blut. Aber wir hören das Schreien, wir hören die Velociraptoren und sehen dann eben auch, wie die Figur, aus deren Sicht wir das alles jetzt sehen, wegrennt und versucht zu flüchten. Dann taucht jedoch der T-Rex auf und auch die Person wird dann eben gefressen. Und dann kommt eben der große Twist, aha, wir haben das gar nicht aus der Sicht von einer Person gesehen, wir haben gerade nur gesehen, wie Darius, eine unserer Hauptfiguren, ein Videospiel in VR gespielt hat. Und das heißt, die Figuren, die jetzt hier gestorben sind, sind gar nicht in echt gestorben, sondern eben nur in diesem Videospiel. So fängt das Ganze schon mal an. Ist relativ charmant, also hat schon Spaß gemacht. Wir sehen dann daraufhin eben auch, dass das Zimmer von Darius, und das ist natürlich eingerichtet, wie von einem richtigen Dino-Nerd. Darius ist hier auch der Dino-Nerd, der Proto-Dino-Nerd. Und ich habe mir immer wieder gedacht, ja, das ist so ein Zimmer, wie ich es auch gern gehabt hätte. Da ist alles voller Dinosaurier. Wir sehen, glaube ich, sogar mal ganz kurz die Resonanzkammer aus Jurassic Park 3. Also hier sind ganz viele Easter Eggs versteckt, die ich jetzt hier auch gar nicht aufzählen kann. Wir sehen, glaube ich, sogar ein Buch von Dr. Alan Grant irgendwo im Regal stehen. Und dann kommt eben Darius' Bruder ins Zimmer rein und fängt eben ein Gespräch mit ihm an, dass er immer noch dieses blöde Videospiel spielt und er wird das Spiel ja nie knacken, also er wird nie herausfinden, wie er den T-Rex quasi besiegen kann in dem Spiel, weil es schaffen auch die besten Videogamer der Welt nicht. Und dazu kommen wir gleich nochmal. Auf jeden Fall wird jetzt hier darauf eingegangen, dass Darius auch sagt, er muss nach Jurassic World. Es ist ihm sehr wichtig, es ist ihm ein persönliches Anliegen. Er möchte in diesen Jurassic World Park, also eben nach Camp Kreidezeit. Warum das der Fall ist, dass Darius dahin will, ist nicht, dass er unbedingt Dinosaurier sehen will. Das zählt mit dazu. Die Backstory, warum er das wirklich will, dazu kommen wir dann erst, wenn das auch in der Episode erklärt wird. Das wird, glaube ich, in Staffel 1 sogar nochmal dargelegt, warum er unbedingt dahin will. Es ist wirklich krass. Das ist eine sehr emotionale Geschichte, warum Darius in diesen Park möchte. Und da können wir gerade mal kurz über die Charaktere generell reden. Die werden uns hier noch sehr als Prototypen eingeführt. Ja, Darius ist der Proto, der Proto-Dino-Nerd. Wir bekommen dann später noch die Proto-Influencerin serviert oder eben auch den Angsthasen. Das sind einfach alles Abziehbilder und Klischees. Aber die Backstory hinter diesen Figuren ist unfassbar genial geschrieben. Über alle 5 Staffeln hinweg zieht es sich wirklich. Und ich muss sagen, allein wegen den Hauptfiguren lohnt es sich, die Serie komplett durchzuschauen. Vergesst Owen und Claire, die könnt ihr ganz wegschmeißen. Also das sind richtige Figuren hier in dem Film, in der Serie. Also wie gesagt, Darius hat noch einen Grund, warum er nach Jurassic World will. Und scheinbar kann man, wenn man das Spiel durchgespielt hat, was er eben gerade in VR gezockt hat, ein goldenes Ticket gewinnen für Camp Cretaceous, für das Camp Kreidezeit. Und Darius schafft es dann kurz darauf, das Spiel zu knacken. Ist vollkommen cool, ist so ein bisschen so ein Willy Wonka-Ding. Allerdings wurde eben gerade gesagt, dass die besten Videogamer der Welt kommen nicht auf den Trichter, was sie zu tun haben. Also, wir gehen zurück in das Spiel. Darius trifft erneut auf den T-Rex und dann geht eben die Fragerei los, was mache ich jetzt? Wie komme ich am T-Rex vorbei? Und er guckt nach unten und sieht, dass auf dem Boden diese Resonanzkammer vom Velociraptor liegt, die wir aus Jurassic Park 3 kennen. Und er bläst da rein und dann hetzt er damit die Velociraptoren auf den T-Rex. Damit ist das Problem gelöst. Das ist die Lösung des Problems, das kein anderer Mensch auf der gesamten Welt lösen konnte. Nach unten zu gucken. Ey, es ist eine Kinderserie. Das ist vollkommen cool dafür. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Serie zum Kanon der Jurassic-Reihe gehört. Ey, da hätte man sich doch wenigstens was anderes ausdenken können. Von mir aus auch so ein Willy Wonka-Ding. Du musst dir von mir aus keine Schokolade, irgendwas anderes kaufen. Und dann ist dann da aus Zufall eben dieses goldene Ticket drin. Das wäre doch okay. Das hier fühlt sich so,
es fühlt sich so rausgerissen aus dem eigentlich so gefestigten Jurassic Park-Universum an und sogar aus dem Jurassic World-Universum. Da habe ich mir gedacht, okay, ihr wollt mir jetzt ernsthaft erzählen, dass niemand gewusst hat, wie man das hier schafft. Niemand auf der gesamten Welt. Keine Paläontologen, niemand, keine Gamer, keiner ist auf die Idee gekommen, nach unten zu gucken, die Resonanzkammer in die Hand zu nehmen und da rein zu pusten. Das ist so ein bisschen schwierig abzunehmen. Auf jeden Fall schafft Darius das Ganze eben und gewinnt dann daraufhin eben sein goldenes Ticket. Und dann geht die Reise auch los auf die Isla Nubla. Wir reisen erneut per Schiff, meine ich, war es wieder gewesen. Die Musik ist ganz heroisch, also wir kommen direkt in das Feeling wieder rein und lernen dann auf der Isla Nubla selber unsere Hauptfiguren kennen. Und hier glaube ich, also ich mochte die von Anfang an schon. Ich habe bei Brooklyn so meine Schwierigkeiten gehabt. Auf jeden Fall haben die, wie gesagt, alle so einen Prototypen-Status. Wir lernen zum einen Sammy kennen. Das ist so eine kleine, aufgeweckte, extrem hyperaktive. Dann haben wir noch Jess, die ist irgendwie ganz zurückgezogen, ist aber auch so das Sportler-Ass. Man denkt sich, okay, ist die vielleicht so ein bisschen arrogant? Wir kriegen Brooklyn serviert. Das ist die Influencerin, die andauernd nur am Handy hängt und dann damit Bilder macht und ihre Brookländer grüßt und ja, dann damit eben Fotos macht und Videos macht. Wir haben Darius mit dabei, den Dino-Nerd. Wir haben Ben. Ben ist der Angsthase, der erstmal kotzen muss, als sie vom Boot runterkommen. Habe ich noch jemanden vergessen? Kenji. Kenji ist dann der Typ, der zu spät kommt, weil sein Privathelikopter eben einfach zu spät kommt. Und ja, Kenji ist der Proto-Reiche, der Arrogante, den auch überhaupt nichts interessiert. Und es wird kurz erwähnt, dass die Kinder alle irgendeine besondere Aufgabe oder irgendein Gewinnspiel gewonnen haben. Also das Gewinnspiel wird hier sogar erwähnt. Hätte man vielleicht auch für Darius nehmen sollen. Wir erfahren, glaube ich, nie, was wer wofür machen musste. Das finde ich ein bisschen schade. Vielleicht kommt das aber auch noch und ich weiß es noch nicht mehr. Auf jeden Fall bekommen wir dann diese Figuren serviert. Und die müssen dann eben auf einen Truck hinten drauf, auf so ein Pickup und unterhalten sich über so ein paar Sachen. Und naja, wie gesagt, das sind alle Stereotypen von sich selbst. Auch ein Kenji, der eben auch reich ist und irgendwie glaubt, dass er berühmt ist, weil sein Papa hat auf der Isla Nubla Hotelanlagen gebaut, will dann eben hier mit Brooklyn anbandeln, die aber nicht so wirklich Bock auf ihn hat, weil er halt so ein arroganter Typ ist und ja, dann kommen da so ein paar Konstellationen eben mit diesen Kids dann zusammen. Die landen dann im Camp Kreidezeit und übrigens haben die auch zwei Aufpasser, die auf die Kinder quasi so ein bisschen die babysitten müssen. Die sind auch ziemlich witzig, also ich mochte die beiden, die sind aufgesetzt. So, ich glaube, die würden in der Welt von Jurassic Park vor allem, würden die auch nicht wirklich Fuß fassen können, da würden die nicht unbedingt reinpassen. Aber die sind schon sehr charmant, vor allem, weil die so einen lustigen Kontrast zueinander haben. Ich kenne die Namen nicht mehr von beiden, auf jeden Fall ist er ein totaler Trottel und auch immer total lustig drauf, alles irgendwie witzig. Und sie ist diejenige, die ihn immer so zurechtweist. Das ist ganz charmant gelöst eigentlich. Naja, auf jeden Fall kommen sie jetzt hier in Camp Kreidezeit an. Und das ist wirklich Jurassic World, wie ich es mir gewünscht hätte. Wir sehen einen riesigen Mammutbaum, in den eine Hotelanlage reingebaut wurde. Camp Kreidezeit ist noch nicht geöffnet zu dem Zeitpunkt. Die Kinder sind quasi erst so jetzt die ersten Personen, die das Ganze, naja, noch privat besichtigen dürfen. Quasi so wie Dr. Alan Grant und Co. den Park ja absegnen mussten in Jurassic Park 1, so dürfen jetzt eben dann die Kids hier im Camp Kreidezeit Urlaub machen, bevor alle anderen Kinder auch noch dahin dürfen. Und naja, diese ganze Hotelanlage in den Bäumen sieht schon ziemlich geil aus. Wir haben dann auch noch so Brücken, die von Baum zu Baum gehen. Und irgendwie habe ich mir auch so einen funktionierenden, geöffneten Jurassic Park vorgestellt. Super cool, mir hat es echt gut gefallen, wie das Ganze aufgebaut ist. Wir sehen dann auch später noch, wie Kenji und Darius sich so aus dem Bett rausschleichen. Und da ist dann irgendwie auch für die Kinder so ein Bonbon-Automat, so ein Bonbon-Spender. Und jemand von euch hat mir mal geschrieben, und das passt perfekt dazu, die Serie weckt so ein bisschen das Kind in einem wieder. Also auch gerade, wenn du mit Jurassic Park aufgewachsen bist, bei Jurassic World sowieso. Aber wenn du mit Jurassic Park aufgewachsen bist, dann kommen da so Erinnerungen wieder. So hätte dich das auf jeden Fall auch als Kind extrem gecatcht. Und wir finden dann aber auch schon heraus, dass hinter den Kindern wohl doch ein bisschen mehr steckt als nur die Prototypen. Eine Brooklyn war es, glaube ich, spricht dann nämlich eine Jess an, will mit ihr ein Foto machen, weil Jess eine
wohl auch bekannte Sportlerin ist. Also die ist wohl so voll drin in der Thematik. Und Jess will das aber nicht und rennt dann auch weg, weil sie irgendwie kamerascheu ist. Und das wird später alles nochmal aufgegriffen. Also da ist wirklich eine Backstory von jeder Figur dahinter. Das wird noch richtig, richtig krass. Das sind auf jeden Fall dann so die ersten Momente, wo wir merken, okay, da ist noch was im Busch oder da ist auch noch irgendwie bestimmte Charakterentwicklung dann damit drin. Und Darius und dann am nächsten Tag fahren dann die ich nenne sie immer Kindersitter, die haben wahrscheinlich auch einen anderen Namen, auf jeden Fall die Leitung, die beiden Leiter von Camp Kreidezeit fahren dann eben noch mit den Kids an so eine Seilbahn. Und jetzt kommen wir an einen Punkt, wo ich wirklich zweimal gesagt habe, ich kann mir das nicht mehr angucken. Nummer eins war eben gewesen, der erste Punkt war eben schon gewesen, das mit dem Videospiel, das keiner lösen konnte, außer Darius. Das fand ich schon ein bisschen blöd. Aber das hier ist der Punkt, wo ich wirklich zweimal ausgemacht habe. Sie fahren mit der Seilbahn über eine Schlucht, wo Dinosaurier unten durchlaufen können. Soweit, so gut. Ist okay. Es gibt ja auch wirklich diese Seilbahnen, die über Schluchten drüber schmettern. Warum nicht auch da? Wenn das alles abgesichert ist, passt das ja. Allerdings ist diese Seilbahn so gebaut, dass sie tiefer ist als der Hals der Brachiosaurier, die dran vorbeilaufen. Und dann passiert ein Moment, in dem Darius dann wirklich fast mit der Seilbahn gegen den Kopf eines Brachiosaurus knallt. Der Junge wäre dann einfach gestorben. Und im Hintergrund ist die Musik ganz lustig und alle lachen und auch die beiden Leiter, die lachen sich da einfach ein ab. Und ich dachte mir so, oh, ist das jetzt der Ton, den wir hier haben? Also ist jetzt nur noch alles lustig und tralala und der ist gerade fast gestorben, ist aber auch witzig anscheinend. Und hier kann ich schon mal spoilern, nein, der Ton ändert sich noch. In Episode 2 haben wir was Vergleichbares. Dazu kommen wir eben dann im nächsten Video. Allerdings habe ich hier wirklich zweimal gesagt, nee, ist nicht meine Welt. Ich komme da eben einfach nicht rein. Wie gesagt, zwingt euch da ein bisschen durch. Episode 1 und 2 müsst ihr durchziehen. Vielleicht werdet ihr auch schon früher davon gecatcht. Ab Episode 3 verschwindet dieser komische Humor dann irgendwann auch. Wahrscheinlich haben dann die Produzenten auch selber gemerkt, ja okay, ist ein bisschen dämlich, selbst für Jurassic World Verhältnisse. Und naja, auf jeden Fall am nächsten Tag oder in der Nacht drauf kommen Darius und Kenji auf die Idee, das Gehege der Kompis zu suchen. Warum? Weil sie bei der Ankunft gesehen haben, wie ein Kompi, der frei über die Insel läuft, eingefangen werden musste. Und das ist auch eine sehr coole Sache, dass wir dieses Mal das heroische Jurassic Park oder Jurassic World Theme hören und diesmal aber nicht, wie irgendjemand einem Langhals emporguckt oder an einem Stegosaurus. Nein, dieses Mal sieht Darius einfach nur einen Kompi von der Größe. Und es funktioniert, die Szene. Er sieht einfach den kleinsten Saurier, den wir, glaube ich, in Jurassic kennen. Und die Musik setzt ein und er ist fasziniert davon, Dinosaurier zu sehen. Das klappt super. Das ist ein super Moment, der auch funktionieren kann, ohne eben wieder dieses Brachiale dann vor Augen zu haben. Darius hat dabei aber beobachtet, wie das Auto in Richtung eines Geheges gefahren ist. Und hat sich dann eben gedacht, ja, das ist auf jeden Fall das Kompi-Gehege. Also wollte Darius nachts ausbrechen und quasi die Kompis in dem Gehege sehen. Auch hier wird nochmal drauf eingegangen, dass Darius wohl einen etwas tiefgründigeren Hintergrund hat, als einfach nur Saurier zu sehen. Denn Kenji erwischt ihn dann darauf hin und sagt, er fragt einfach nur, was er jetzt vorhat. Und dann will sich Darius eben rechtfertigen und sagt dann auch, ja, ich muss so viele Saurier sehen wie möglich. Und auch das ist später nochmal wichtig. Er muss so viele Saurier sehen wie möglich, aber nicht, weil er so fasziniert von diesen Tieren ist. Es gibt einen Grund, warum das alles so passieren muss. Wie gesagt, darauf gehen wir nochmal ein. Bitte spoilert es auch nicht in den Kommentaren, wenn ihr das Ganze schon kennt. Auf jeden Fall sagt dann eben Kenji, weil er ist ja obercool und deswegen muss er da auch mitmachen, gehen wir einfach rüber ins Gehege und schauen eben nach, was dann da drin ist. Eine Brooklyn bekommt das eben auch noch mit und denkt sich, ja komm, gehe ich einfach auch mal mit, macht wahrscheinlich auch gute Klicks, macht gute Views für mein Handy, für mein Social Media, nimmt eben auch dann ihr Handy mit. Und dann gehen sie an so ein Gehege und ich dachte zuallererst, das ist doch vom Indominus Rex, das Gehege. Stellt sich aber raus, nee, ist es eben nicht. Sie gehen quasi auf diesen oberen Bereich, den wir auch sehen, wo Owen auch auf so einem Trainingsgelände oben drauf steht. Und Brooklyns Handy fällt dann daraufhin aber ins Gehege rein. Und Kenji denkt sich eben, er ist ja so cool, also er holt das Handy da jetzt wieder raus, springt runter und Darius sieht dann ein Schild und merkt, das sind gar nicht die Kompis, die hier drin eingesperrt sind. Nee, es sind die Velociraptoren. Und wir sehen,
Blue, Delta, Charlie und Echo wieder. Das waren, glaube ich, das war das Squad, glaube ich, gewesen. Ich hoffe, ich habe da jetzt keinen vergessen. Was schon ziemlich cool ist, die sind hier nämlich auch wirklich gefährlich. Wir haben hier noch nicht diesen Owen-Move, da dieser Move macht schon sehr viel kaputt in Jurassic World. Die sind hier wirklich noch eine Gefahr. Und Kenji ist aber eigentlich sicher, denn er ist noch abgeriegelt von so einem Schutztor. Das sehen wir auch im Jurassic Park-Film, wo dieser eine Mitarbeiter dann quasi durch so ein, oder wo Owen dann noch durch das Tor so durchslidet, während das runterfällt. Kenji ist quasi da hinten. Also die Raptoren könnten in der Theorie nicht an ihn ran. Brooklyn, die aber Panik bekommt, drückt einfach auf irgendeinen Knopf drauf und auch das Tor geht eben hoch. Und Kenji dreht sich um und Blue, Delta, Echo und Charlie kommen in so einer Formation auf ihn zu. Und hier endet die Episode. Ich finde, es ist wirklich ein gelungener Einstieg, wenn man, wie gesagt, diese Seilbahn-Szene, ich komme darüber nicht hinweg, warum man das machen musste. Keine Ahnung, verstehe ich wirklich nicht. Wenn man aber diese zwei Sachen ausblenden kann, Videospielthematik am Anfang und eben die Seilbahn, fand ich das dann auch schon sehr gelungen, wie die Episode aufgebaut wurde. Mit den Namen, es hat bei mir relativ lang gedauert, bis ich den Namen alle drauf hatte. Es kommt dann aber auch mit der Zeit, spätestens eben dann, wenn die Figuren auch dann wirklich beleuchtet werden einzeln. Und das werden sie. Und glaub mir wirklich, das wird keine Enttäuschung sein. Es gibt hier und da sogar Schicksale, die konsequent bis zu Ende erzählt werden, ohne Happy End. Es gibt Schicksale, die einen wirklich zum Nachdenken bringen. Es gibt Schicksale, die einem wirklich vielleicht auch hier und da mal eine Träne rausdrücken lassen. Das wird wirklich noch emotional, die ganze Nummer. Und ich kann es wirklich euch nur ans Herz legen, euch die Serie mal anzuschauen. Ansonsten, oder trotz allem, auch wenn ihr die Serie jetzt anfangt zu schauen, sehen wir uns dann nächste Woche wieder. Jeden Sonntag ab jetzt eine Folge Rewatch oder eben Review von Jurassic World Camp Cretaceous. Schreibt mir jetzt mal eure Meinung zu diesem Format in die Kommentare unten rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.